Mahlzeit, ihr Nasen, und herzlich willkommen zurück bei Eule Kolle. Colin McRae, Dirt 1. Und wir fahren ein Crossover-Rennen mit Vierradantrieb in Italien. Du hast das Clubman-Level gemeistert. Das nächste Level ist... Möb. Nehmen wir mal den Evo. Und einen Schluck Kaffee noch, bevor das Rennen startet. Prost. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Let's fetz. Ja, muss mich noch ein bisschen richtig hinsetzen hier. Nee. Genau. Das wollen wir ja. Die andere Ansicht hatte ich ja nur wegen den Stadium Tracks. Hier fahre ich doch lieber aus der Perspektive. Oh, ich bin hinten. Nicht gut, nicht gut. Jetzt komme ich ein bisschen ran. Das war euch verbremst. Jetzt bin ich etwa gleich auf. Das ist sehr gut. Ah, schön eng gefahren die Kurve. Und ordentlichen Vorsprung bis jetzt. Bloß kein Mist bauen jetzt hier. Ja, bisschen sehr weit rausgetragen, aber noch sind wir vorn. Eieiei, der kommt sehr nah. Der kommt sehr, sehr nah. Nein, 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 nein. Jetzt aber. Hackengas. Hui, knapp, aber gewonnen. Waren jetzt aber auch zum Schluss ein paar Fehlerchen drin, die hätte es wieder nicht gebraucht. Gegen den Impreza sind wir gefahren. In der Original-Rallye-Lackierung. Ich glaube, das kann schon sein, dass das hier schon alles Original-Lackierungen sind. Aber der blaue Impreza mit den gelben Streifen, das war so meine Zeit lang für mich zumindest so im Begriff für Rallye-Fahrzeug. Was das optisch angeht. Neben dem Celica mit weiß-rot-grün. Erste Runde richtig gut gelaufen, die zweite habe ich echt nachgelassen. Und wir haben ja noch eine vor uns. Sind ja immer mindestens zwei Rennen. Da sah noch alles gut aus, aber jetzt habe ich dann angefangen Mist zu bauen. Alles noch im Rahmen, aber gleich geht's los. Die Spur nicht mehr richtig kriegt, da waren Verbremser drin. Das war auch nicht wirklich sauber. Zu weit draußen gewesen. Irgendwo war sogar, glaube ich, noch ein kleiner Dotzer sogar mit drin. Ohne Lackschaden gehen wir hier nicht raus. Wo sind wir denn hier? Na, na, da war der Dotzer. Ein paar Rennen habe ich auch sauber geschafft. Ja, das war echt knäppelig. So muss das nicht sein.
Mal gucken, was meine Gegner gerissen haben. Also ich habe eine 1,54er Zeit. Die sind wesentlich schlechter gefahren. Na gut. Nochmal gegen Impreza. Nochmal gegen den Subaru. Dann wollen wir mal. Kaputt ist nichts, oder? Nö. Dann hau mal rein, ne? Nukum. Sich zu. Mensch, mal hinne. Wir haben noch keine Zeit. Geht doch. Nein, gar nicht gut, gar nicht gut. Mensch, ey, was treibst du? Aber wir kommen wieder ran, das ist gut. Nicht gut gewesen. Zu weit rausgetragen, scheiße, aber noch einigermaßen abgefangen. Jetzt hacken Gas. Sind vorne. Irgendwie haben die Magneten eingebaut in die Leitplanke. Erzähl mir, was du willst. Zu weit rausgetragen. Ungeil, ungeil. Es wird nicht besser, ne? Ja, wir sind vorne, aber ich glaube, das liegt echt bloß daran, dass der andere... Ah, das war richtig Mist. Komm, 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 komm. Nein, der hat gewonnen. Scheiße. Das ist deprimierend, ja. Aber ich habe auch so viele Fehler drin gehabt. Wäre vielleicht mal gut gewesen, mal irgendwie so ein, zwei Dotzer auszulassen. Nee, das hätte es alles nicht gebraucht. Das war, auf gut Deutsch gesagt, ein Scheißrennen von mir. Muss ich den Off-Cam mal wieder nachholen? Und eigentlich hätte der andere sogar denn mit weitaus mehr Vorsprung gewinnen sollen. Verdient hat er es. Ich meine, ich kann nicht nachverfolgen, wie der gefahren ist, aber ich bin echt kurz gefahren. Es war nicht gut. Da war jetzt die erste Runde schon scheiße, aber die zweite, die hat jetzt echt noch einen draufgesetzt. Da habe ich echt nur noch Mist gebaut. Hab mich zu weit rausragen lassen, der Drift zu hart angesetzt. Dann überall noch gegengerempelt. Nicht geil, nicht geil. Lässt alles Zeit liegen. War auch viel zu weit rausgekommen. Was soll sowas? Das ist... Da hätte ich das Auto eigentlich sich selbst korrigieren lassen müssen, indem ich einfach kurz die Lenkung loslasse und einfach Gas gebe. Dann zieht er sich selber wieder gerade. Aber nein, ich musste unbedingt draufbleiben. Und es wurde abgestraft.
Tja. Mit Recht verloren. Da habe ich mit Recht verloren. Und auch noch anderthalb Sekunden schlechter als in der vorherigen Runde. Tja. Nee, das war mal gar nichts. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich gucke auf jeden Fall mal, was die nächste... Versuch's mit dem anderen Rennen. Was das nächste Rennen ist. Ah, es sind zwei Abschnitte. Na gut, wir können ja mal den ersten noch fahren, dann mache ich halt den zweiten im nächsten Part. Ich nehme den Subaru. Wie lang ist denn die Strecke? Auf diesem Bildschirm mal Etappeninfo. Siehst du, wo die nächste Ebene oder das nächste Rennen stattfindet. Ja, okay, also die erste können wir auf jeden Fall noch fahren. 3 Meilen. Let's rock. Ich lasse jetzt mal den Mitsubishi in der Garage, der hat jetzt im letzten Rennen schon genug gelitten. Nun komm schon. Sieh zu. Wieder richtige Rallye. Ich hoffe, ich kann ein bisschen glänzen. 40, links 4, überscheitel. 60, rechts 3, links 3. 60, links 5, 40, links 4. 60, rechts 1. 80, links 6. Ich bin schon auf die erste Zwischenzeit gespannt. Harter Verbremser, nicht gut. Und rechts 3. 40, links 2. 40, rechts 6 und links 4, lang über Scheitel. 100. Rechts 3 und rechts 4. Da war die Böschung auch schon oder sehr nah. 60, links 4. 60, rechts 3. Nee, ist nicht grün. Muss besser sein. Ich muss besser sein, Leute. 40 rechts 4. Und rechts 5, links 4, lang nach rechts 1. 40, links 5, lang und rechts 6. 100. Nein, etwas geraderes Stück. 100, rechts 5. Kann man ein bisschen Speed drauf kriegen, das ist gut. 40 rechts 5 lang. Nicht gut gekriegt die Kurve, zu viel korrigieren. Und Scheitel und links 5 kostet Zeit. 100 rechts 5 nach links 5 lang rechts 5. 80 links 3. Und rechts 4 über Scheitel. Und links 6 und rechts 5 nach links 4 lang. Gut. 3 Sekunden, sehr schön. Ich habe ganz schön angespannt. 60, rechts 6 und rechts 6. Ich muss auch mal ein bisschen positiver rangehen. Ich motze viel über mich selber. 100, rechts 6, links 6. 100, Scheitel und rechts 3. 100, rechts 6, 60, links 2. Nee, gar nicht gut. Raus aus dem Müll. Mal sehen, ob ich es noch einholen kann. Und links 5, 150. Scheitel und links 5. Scheitel 40, rechts 5. 60, links 5. Noch alles gut. Links 5 und rechts 2 lang. Trotzdem derben Crash.
40, rechts 3. Jetzt bloß keinen Fehler mehr machen. Und Scheitel links 5, enger 4 nach rechts 4. Zwei so derbe Dinger, das ist eigentlich, heißt es aus. Und rechts 4 nach links 3 lang. Und rechts 4, 40. Rechts 5 über Scheitel nach links 4, rechts 40, links 6, 40 Scheitel und links 5, 100, links 1. Bitte. Oh, gut. Hui. Als erster am Streckenposten vorbeigezogen. Alter Verwalter. Doch noch mal ein bisschen was durch Konzentration rausgeholt. Hab mich jetzt auch nicht so verwirren lassen. Ich war jetzt ein bisschen schweigsam. Weil eigentlich war das bis auf die beiden Dotzer gar nicht mal so schlecht. Ich habe nur den einen oder anderen kleinen Verbremser drin gehabt, aber nicht so, weil es wild ist. Ja, das war zum Beispiel nie so schön, da habe ich zu hart in die Bremse. Da hätte ich auf dem Gas bleiben können. Auch total verbremst gerade. Die Kamera gerade so ruckelig gewesen. Aber ja, die beiden großen Crashs nicht gewesen wären es denn wahrscheinlich so 6-7 Sekunden auf der Uhr, was ich Zeitüberschuss gehabt hätte. Aber naja. Auch eigentlich zu hart gebremst. Hätte ich schön rumsliden können, aber habe ich fast gestanden. Ich warte eigentlich auf den Crash. Es dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Das war wieder die A-Team-Kamera-Perspektive. Irgendwann müsste der Abflug kommen. Also der erste. Ich bin froh, wie gesagt, dass ich überhaupt noch mit Zeitüberschuss ins Ziel gekommen bin. Da war der erste, jawohl. Ja, es dürften so 3 Sekunden gewesen sein, was ich habe liegen lassen. Das hört sich so an, als ob ich vom Zaun noch Teile mitnehme. Das klappert so. Das war ein schöner Slide. Also auch eine schöne Kameraperspektive wieder gehabt. Das war natürlich wieder nicht so schön, der arme Baum. Aber hier habe ich jetzt wirklich zum Schluss ein bisschen aufdrehen können. War auch, wie gesagt, Glück, die Konzentration war nicht völlig flöten gegangen.
nach den zwei Ausflügen in die Pampa. Das ist bei mir ja wirklich immer so ein Hauptproblem. Wenn dann irgendwas passiert, dann geht meistens gar nichts mehr. Aber hier konnte ich das gut noch umsetzen. Jo. Okay. Wir haben die Etappe geschafft. Die zweite Etappe von dieser Rallye werden wir uns dann aber im nächsten Part angucken, Leute. Ich sage an dieser Stelle wieder, ich danke euch fürs Dabeisein und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal eben auch wieder mit dabei, wenn es dann wieder heißt Colin McRae Dirt. Ciao.